Ja, wie wir das auf dieser Überwachungskamera gesehen haben, der Herr Kurtovic hat ja von dieser Video auch Screenshots gemacht. Ja, Notausgang war abgeschlossen und die sind da nicht hin, und sondern die sind dann in die Falle gelaufen, und so waren die alle an einem Ecke Haufen, und er hat es leicht gehabt mit Töten. Und weil es Überlebende gab, die diese Sekunde da waren, der Peter Minnemann, der Idris, der hat ja sogar Halsschuss, aber er ist noch am Leben. Und diese Tataugenzeugen haben ja gesagt, Notausgang war zu. Wir haben das ja nicht von Leuten gehört, die vor 3 Tagen drinnen waren, sondern von Menschen, die Glück hatten und es überlebt haben. Und die haben gesagt, es war zu. Und in der Akte, was ich von meiner Anwältin bekommen habe, haben wir ja auch diesen Polizeibericht, der diese Tatnacht in diese Arena-Bar reinkam. Und auch eine Polizei muss einen Arbeitsbericht schreiben, was passiert ist. Und in diesem Polizeibericht stand, dass der Notausgang zu war. Also auf Deutsch hieß, ohne Hilfsmittel nicht aufmachbar. Was verstehst du unter Hilfsmittel? Also ich verstehe Schlüssel oder Brecheisen. Also der schreibt als Polizist, Notausgang war zu. Warum haben die 8 Monate gewartet, bis wir die Akten haben und das gelesen haben und Polizisten gesagt haben, wieso habt ihr gegen diesen Barmenschen nicht ermittelt, wenn Notausgang zu ist? Hier habt ihr doch selbst geschrieben. Und erst nachdem wir Anzeige gestellt haben, haben die gegen den Barbetreiber ermittelt. Und dann bin ich wieder bei dieser Frage, was du mich vorhin gestellt hast, mir Vertrauen. Wann geht Polizei von sich aus alleine eine Sache an und sieht, das geht so gar nicht? Wäre der Barbetreiber Türke und in diesem Bar wären 9 deutsche Kids und 3 von diesen 9 Jungs wären tot und Polizei kommt und sieht, Notausgang ist zu. Was hätte der Polizist mit diesem Laden, mit diesem Haus, mit diesem Betreiber und mit ganzer Sippschaft diesen Barbetreiber gemacht? Leben lang weg von der Straße. Das ist fahrlässige Tötung. Das ist ein Brandschutz. Dieser Fluchtweg muss immer, Notausgang muss immer offen sein. Die haben von sich aus alleine nichts unternommen. Erst wo wir keine Ruhe gaben und haben gesagt, das geht gar nicht, Anzeige, mussten die ermitteln, ungewollt, weil es jetzt von uns aus Druck kam. Und die haben diesen Ermittlung eingestellt, weil eine Polizeibeamte, ich habe seinen Namen vergessen, aber die hatten extra auch Größe und Gewicht, also etwa über 2,5 Meter groß und eine Schrank. Ne? Und er kam an dem 2, 3 Wochen nach den Anzeige und hat gesagt, dieser Notausgang scheint wie zu sein, aber er ist immer offen. Der klemmt nur. Man muss nur ein bisschen drücken, der schleift unten, der klemmt. Und so wollen die 8 Monate danach uns das verkaufen, dass wir sagen, Scheiße, Tatnacht war offen, aber er war nur verklemmt. Wie dumm sehe ich von draußen aus, wenn du mich anguckst, sehe ich wirklich so dumm aus, dass du mir das verkaufen kannst, dass es 8 Monate später gehst du hin, auch wenn das nicht verklemmt ist, ich mach dir den Tür mit Schlüssel auf. Wir reden über Tatnacht und wir reden über Tatnacht Polizeibericht. Natürlich war das am nächsten Tag offen. Und das wollen die uns für dumm verkaufen. Und das Gleiche ging es ja auch mit Notruf.
Willis Vater hat gesagt, mein Sohn hat viermal angerufen, wieso ging keiner durch? Und keiner hat es zugegeben. Erst wo, nach ganzen Recherchen und so, die jetzt gesehen haben, es ist veraltet. Notruf kannst du wegschmeißen in Hanau. Und es gibt keine Weiterleitsystem. Und da haben wir auch Anzeige gestellt. Und das wurde auch eingestellt. Und weißt du, was bei denen das Begründung war? Auch wenn wir den Willi Viorel gesagt hätten, wir übernehmen, du musst Verfolgung abbrechen, hätte er unsere Anweisungen nicht befolgt. Wie kannst du hinter so einem Toten so reden? Woher willst du wissen, ob er dir befolgt hätte oder nicht? Wenn er dir nicht befolgt hätte, warum wählt er dann deine Nummer? Wenn du für ihn so unwichtig bist. Also mit solchen Argumenten, was uns noch zu dumme machen, wenn wir das akzeptieren. Auch Untersuchungsausschuss in Wiesbaden. Denken die, sind die dumm oder was? Ich meine, auch ein kleines Kind weiß, 2 plus 2 ist 4. Warum willst du mir das als 5 verkaufen, dass es 5 ist? Ich weiß, es ist 4. Auch wenn du Scholz bist, ist es 4. Auch wenn du Erdogan bist, glaube ich dir nicht, es ist 4. Auch wenn du Joe Biden bist oder Putin heißt. 2 mal 2 ist 4. Nur weil du Putin bist und sagst, es ist 7, ich muss dir glauben oder was? Nein, also Wahrheit ist nur eins. Und drumherum kannst du vieles machen, aber Wahrheit bleibt eins. Und Wahrheit, und so sehr ich davon auch überzeugt bin, Wahrheit ist, die wollen, dass sowas gibt, die finanzieren das, Staat. Und die wollen, dass dieser Terror vorhanden bleibt. Weil ich glaube nicht, dass die da so machtlos sind. Ja? Wenn eine Koalition jetzt irgendwie was machen will, dann zieht er das durch. Ja. Keinen einen Tag brauchen die dafür.